Heute gibt es mal wieder ein paar Rechtsfragen, die ihr mir gestellt habt. Darknet-Bestellungen, Führerscheinentzug, das werden wir heute alles besprechen. Ja, ich habe ja schon einige juristische Videos auf diesem Kanal gemacht und ihr schriebt mir dann immer unter die letzten Videos, ja, mach doch mal lieber ein Video mit dem Sollmecke. Der ist ja der berühmte YouTube-Anwalt. Das kann man doch eine coole Kollaboration machen und ich bin eurem Wunsch nachgekommen und wir erklären jetzt hier einige Fragen zum Thema Betäubungsmittelgesetz. Christian, stell dich mal kurz vor. Ja, gerne. Ja, schön, dass du angefragt hast, weil solche Kooperationen machen wir immer sehr gerne. Und hier geht es ja wirklich viel um Rechtsthemen. Vielleicht kurz zu uns. Wir sind eine Kanzlei in Köln, haben eigentlich mit Drogen und so weiter nicht so viel zu tun, weil wir eher zivilrechtlich ausgerichtet sind. Aber, und so sind wir hier zusammengekommen, wir haben einen YouTube-Kanal, mit dem wir uns mit allen möglichen Rechtsfragen auseinandersetzen. Auch eine 250.000 Fans hat er mittlerweile schon. Und wir haben jeden Tag ein neues Video. Und bei uns ist es so, diese kleine Dosis Recht muss man einfach drauf haben, um sicher durchs Leben zu kommen. Und insofern habe ich mich umso mehr gefreut, als du hier gesagt hast, lass uns mal was zusammen machen. Denn auch meine Zuschauer schauen offenbar immer deinen Kanal, haben gesagt, ja, mit dem Simon, da willst du mal was machen. Und siehe da, du klopftest an, hast dich ins Auto gesetzt, bist aus München hier nach Köln gekommen und hier sind wir zusammen. Sensationell. Also ich muss noch mal dazu sagen, ich schaue wirklich auch fast jedes Video von dem Kanal. Ich finde es super interessant, so kuriose rechtliche Grenzfälle, die eigentlich nie auftreten würden. Zum Beispiel habe ich da als Beispiel so, wenn man eine Insel im Mittelmeer aufschütten würde, könnte man das einfach so machen oder gäbe es dann irgendwie Beschwerden von der anderen Nationen oder sowas? So richtig kuriose Fälle, richtig spannend sich das anzuhören. Und man kann auch sehr oft klug scheißen, wenn man den Kanal abonniert hat. Ja, das kann sein. Weil es kommt ja so oft vor, dass man irgendwie im Alltag so, ist es eigentlich legal? Also hey, der Christian Sollmecke sagt aber das dazu. Deswegen ist echt ein Kanal, der es fürs Leben sehr hilfreich sein kann. So wie dein Kanal. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also eins der wichtigsten Themen für meine Zuschauer war das Thema Führerscheinentzug. Weil da gab es immer so sehr breit gefächerte Antworten, ab wann ein Führerschein entzogen wurde. So, es gibt Leute, die erwischt worden sind, obwohl sie gar kein Auto gerade bedient haben und wurden einfach mit 2 Gramm Gras erwischt und dann wurde es an die Führerscheinstelle weitergeleitet und dann haben sie den Führerschein verloren. Ab wann darf man denn konkret einen Führerschein verlieren? Also es ist so, wenn du einmalig, hier geht es ja um Cannabis konsumiert hast, dann heißt das noch nicht, dass du den Führerschein verlieren kannst. Das heißt nicht, dass du sofort ungeeignet zum Fahren bist. Das steht so in Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung. Also einmaliger Cannabiskonsum, der sorgt noch nicht dafür, dass dir der Lappen entzogen wird. Selbst dann nicht, wenn du mit Cannabis hinter dem Steuer erwischt wirst. Was? Ja, ist ja auch schon mal ganz krass. Das heißt nicht unbedingt zur Konsequenz, dass sofort dir der Führerschein entzogen wird. Es kommt dann immer auf Grenzwerte an, wie viel du zu dir genommen hast. Aber einmaliger Konsum, nein. Anders sieht es allerdings aus bei sogenannten Gelegenheitskonsumenten. Und vielleicht ist der eine oder andere auf deinem Kanal schon ein Gelegenheitskonsument. Da geht es um diejenigen, die mehr als nur einmal Cannabis genommen haben. Und da ist es so, wer damit erwischt wurde, der kann seinen Führerschein verlieren, selbst dann, wenn er nur einmal damit hinterm Steuer erwischt wurde. Also, folgende Situation. Du hast gekifft, fährst dann, nochmal gekifft, wirst dann erwischt, aber dann autofahrend. Und dann kann man sagen, okay, das ist ein Gelegenheitskonsument, da kann der Führerschein entzogen werden. Bei harten Drogen übrigens sofort. Ach so, ja, das ist klar. Also das geht jetzt nur für Cannabis. Harte Drogen. Die haben da extra eine Ausnahmeregelung sozusagen für Cannabis. Wir haben für Cannabis eine extra Ausnahmeregelung gemacht, weil das offenbar die verbreitetste Droge ist. Und diese ist, haben wir entnommen. Nummer 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung. Also wer das genau wissen will, googelt mal nach Nummer 9.1 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung. Da steht genau drin, Einnahme von Cannabis, wann kann Führerschein entzogen werden, regelmäßige, eine gelegentliche, eine Abhängigkeit von Bestäubungsmitteln sofort weg und so weiter. Ja, aber das ist ja natürlich die Frage, wie wollen die nachweisen, ob du regelmäßig konsumierst oder nicht? Ja. So, da kannst du sagen, ja, ich habe das, war jetzt mein erstes Mal, kannst du immer sagen. Ja, vor allen Dingen, da ist dann, genau, auch klar, das kann ich mir schon vorstellen, dass du das sagst, und dann ist nämlich umstritten, wie weit müssen die zwei Konsume auseinanderliegen, um es wieder als erneuten Erstkonsum den nächsten Tag. So. Ah, selbst das wird diskutiert. Jetzt mal die Beweisfragen sei mal dahingestellt, das kann eine Ex-Freundin sein, die das sagt.
sagt. Ja, dann fragst du eine Ex-Freundin, sagt, der kifft ständig. Ja. Oder die Ex-Freundin sagt, der hat schon mal vor 3 Jahren gekifft. Dann ist die Frage, hast du jetzt einen erneuten Erstkonsum? Ja, und da sagen die Juristen auseinander, die andere, manche sagen, zwischen 3, 5 oder 10 Jahren musst du wieder warten, bis du wieder kiffen darfst. Also nicht so, dann darfst du, wenn du 10, dann darfst du 90 bis 9 Mal in deinem Leben kiffen. Weiß ich gar nicht. 9 Mal. Okay, dann bist du, glaube ich, schon ein bisschen drüber. Ja, aber jetzt, du darfst es ja auch. Aber bei Ex, zum Beispiel bei härteren Drogen, einfach schon wie so wie Ecstasy, da reicht alleine der Besitz und dann wird dann weg. Dann glaubt man, du bist nicht mehr geeignet, Fahrzeuge zu führen. Und da ist es entsprechend so geregelt. Bei Cannabis hat man das ein bisschen differenzierter. Aber geht es da auch theoretisch um den Konsum? Also muss man da was im Blut haben oder reicht es, wenn der Besitz? Das können wir auch schauen. Hier geht es um den Konsum. Das heißt, sie müssen den Blutgehalt testen, weil wenn du es dabei hast, dann kannst du sagen, du hast es ja nicht konsumiert. Du bist ja nur Dealer. Ja, genau, du bist ja nur Dealer. Da kommt man natürlich viel besser weg. Ja, also, aber tatsächlich hier sehen wir in der Anlage Betäubungsmittel, Einnahme von Betäubungsmitteln. Also es geht hier um die Einnahme. Genau, das heißt, man muss im Idealfall vermeiden, kontrolliert zu werden, wenn man was dabei hat. Und wenn man was dabei hat, was hoffentlich eine geringe Menge ist, dann sagt man, ja, man hat es gekauft und noch nicht probiert. Das ist dann wahrscheinlich der Idealfall. Oder wolltest du einen Freund schenken. Ja, aber wohl, einen Freund schenken, aber das ist ja wieder Abgabe. Man sollte dann schon eher sagen, es ist für sich, aber man hat es noch nicht probiert. Man war kurz davor, denke ich, die beste Lösung. Okay. Nächste Frage haben wir hier. Da geht es um Drogenscreenings, wenn ich das richtig sehe, bei Mitarbeitern. Genau. Ab wann dürfen Arbeitgeber sozusagen Drogentests verlangen? Also so ohne weiteres kann ein Arbeitgeber natürlich nicht von dir verlangen, boah, du siehst aber ziemlich high aus, gib mal eine Blutprobe ab. Ist schon klar, dass das ja ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Aber es gibt die Möglichkeit, also im Prinzip sind die nach dem Grundgesetz tabu, solche Drogentests. Aber was es schon mal gibt, ist, das ist zum Beispiel, das haben wir gefunden, routinemäßige Tests im Hamburger Hafen. Über die musste das Hamburger Arbeitsgericht entscheiden und es musste sagen, kann es wirklich sein, dass man als Mitarbeiter des Hamburger Hafens, der ständig die Großgeräte, die Kräne bedient, laufend Urinproben abgeben muss? So steht es da jedenfalls in der Betriebsvereinbarung drin. Und da hat im Jahre 2006 schon das Hamburger Arbeitsgericht gesagt, ja, wenn eine Betriebsvereinbarung existiert und man sich auf diese Betriebsvereinbarung ja auch eingelassen hat als Arbeitnehmer, dann muss man das auch durchführen, genauso wenn es im Arbeitsvertrag stünde. Ja, also das ist aber der Unterschied. Es ist irgendwo geregelt gewesen. Und hier ging es darum, darf man überhaupt so tief eingreifen? Und darf man das regeln? Ja, sagen die Richter. Also sobald man es ins Arbeitsvertrag als Arbeitgeber reinschreibt, ist es in Ordnung. So. Dann ist es in Ordnung, ganz genau. Das muss aber, man darf es nicht einfach willkürlich reinschreiben, sondern es muss einen Grund geben. Und der Grund ist hier, sind die Großgeräte. Und wenn du so ein riesen Containerschiff beladen willst, und da fällt so ein Container runter, ist die Gefahr halt groß, dass der Container kaputt ist, das Schiff sinkt und jemand das auf den Kopf bekommt. Ja, aber man kann jetzt zum Beispiel nicht als Unternehmen, wenn man sagt, wenn man jetzt Besitzer von Schlecker ist, so, der arbeitet bei Schlecker hinter der Kasse, da kann man nicht sagen, ich will jetzt Drogentests einführen, damit meine Mitarbeiter nicht high kommen. Das geht nicht. Was so, also Schlecker gibt es ja nicht. Ja, mehr, ich habe absichtlich mal, deswegen das als Beispiel genommen. Okay, ja gut. Aber sagen wir mal, der Arbeitgeber hätte einen begründeten Verdacht, dass hier jemand Drogen genommen hat. Dann kann er sagen, ach, du riechst ja nach Alkohol oder was auch immer und feuert dich erstmal. Und jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt sagst du, nein, ich will beweisen, dass ich keine Drogen genommen habe. Und dann machst du einen freiwilligen Drogentest. Nur er darf natürlich nicht einfach mal so feuern und sagen, ich habe da jetzt den Verdacht. Er muss schon sagen, ich habe immer eine Alkoholfahne und er muss Beweise dafür und, und. Also relativ schwierig. Und in der Regel muss man aber sagen, ohne Rechtsgrundlage kann man keine Drogentests. Das ist gut zu wissen, denke ich. Ja. Oh, jetzt kommt noch ein gutes Thema. Was ist, wenn man in eine Verkehrskontrolle gerät und dann versucht, sozusagen den Test auszutricksen mit Fake-Urin, was dann natürlich nicht positiv beim Drogentest anschlägt? Gibt es dann eine höhere Strafe, irgendwie so Täuschung von Beamten oder so eine Straftat? Also da frage ich mich schon, fährst du immer noch mit dem Beutel extra Urin rum? Nee, ich auf keinen Fall. Also, aber es gibt ja Leute, die es machen. Es gibt da tatsächlich so Penisse, die man sich so dran machen kann und dann holt man die so raus und dann drückt man drauf und dann... Nein, ist das krass. Ja, und dann schaut das wirklich total echt aus, als würde man wirklich pinkeln
Und die haben, es gibt auch mehrere Zeitungsberichte, wo Leute erwischt wurden, weil sie so einen Fake-Penis haben. Und es gibt natürlich bestimmt auch einige, die nicht erwischt wurden, weil es schaut wirklich sehr echt aus. Also, habe ich mir auch angeschaut, ist tatsächlich gar nicht so ganz simpel. Es gibt Paragraph 258 Strafgesetzbuch, da ist die sogenannte Strafvereitelung drin. Mhm. Aber da geht es vor allen Dingen, wenn du die Strafe eines anderen vereitelst und nicht deine eigene Strafe vereitelst. Ja? Also kann man sozusagen, du siehst ja nur selber zu, dass du da rauskommst. Keiner muss mithelfen, sich bei einer gegen ihn gerichteten Anklage zu überführen. Also insofern kannst du auch im Gefängnis straffrei ausbrechen. Geht genauso, habe ich auch mal ein YouTube-Video auf meinem Kanal zu gemacht. Also sagt man, okay, das klappt nicht, aber was, es gab so eine ähnliche Situation, da geht es darum, dass du sagst, bei Geblitzten, ich bin's gewesen. Da gibt es so ganze Austauschnetzwerke. Und da sagt man auch, ist das jetzt eine Strafvereitelung schon? Ja? Und dann sagen die, naja, eventuell kann man aber den dran kriegen, der sein Urin zur Verfügung gestellt hat. Aber das ist ja synthetisches Urin, man kann das ja kaufen, das gehört dann niemandem. Achso, es gehört gar keinem. Achso, weil bei den Geblitzten ist ja tatsächlich eine andere Person da, die ihr Gesicht zur Verfügung gestellt hat. Da könnte man das sagen, aber hier, ich habe nichts nichts gefunden. Das ist mal interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das die Antwort ist. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie so Täuschung von bla 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 ist. Aber man darf ja auch sozusagen ja immer auch lügen, zum Beispiel, um sich sozusagen einer Straftat frei zu sprechen. Genau, also du musst eben nicht an deiner eigenen Überführung teilnehmen und wenn du da pfiffiger bist als die Polizei. Ja, als die Polizei erlaubt. Als die Polizei erlaubt, dann kommst du da tatsächlich raus. Die Polizei erlaubt es ja. Genau. Wie sieht es aus, wenn man sich im Darknet was bestellt hat und die quasi auf dem Weg zu mir eine Bestellung abgefangen haben, wo jetzt Drogen drin sind? Dürfen die dann einen deswegen sozusagen bestrafen, obwohl man sie ja nie besessen hat? Die waren ja noch nicht bei einem da, die Drogen. Ja. Also, ich guck mal hier den Gesetzestext. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in Verkehr bringt oder schon erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft. Ja. Und der Erwerb ist ja in dem Moment schon da, oder zumindest der Versuch des Erwerbs, wenn du im Darknet die Drogen entsprechend bestellst. Aber das haben sie ja noch nicht bewiesen, dass du sie bestellst. Das ist eine ganz andere Thematik. Ich rede jetzt erstmal nur über die rechtliche Situation. Ja. Über die Beweissituation, da kann natürlich interessant sein, warum sollte dir jemand Drogen zuschicken? Weil man könnte sagen, es will dir jemand was Böses. Ja, es will mir was Böses, genau. Das könnte man ja immer, solange die sozusagen nicht irgendwie den Computer beschlagnahmt haben, wo die irgendwie sehen, dass du das im Tor-Browser bestellt hast, dann könntest du eigentlich immer sagen, ja, mir hat das wer geschickt. Ja, also es ist tatsächlich so, da gilt in Deutschland der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, nur das Abfangen reicht nicht. Die würden dann eventuell, wenn weitere Anhaltspunkte vorliegen, irgendwelche Spuren, dass du deinen Rechner gesäubert hast. Ja? Ja. So, dann ist nichts mehr da. Und dann würden die sagen, okay, dann gib mal eine Haarprobe ab. Das könnte schon passieren. Und dann sehen die, okay, regelmäßiger Konsument, dann reicht das als Indiz an dich geschickt. Vielleicht ist auch noch Geld abgebucht worden von deinem Konto, aber du hast vollkommen recht. So ganz simpel ist es nicht. Nee. Der Staat muss dir beweisen, dass du eine Straftat begangen hast. Ja, also das war das. Und jetzt kommen wir, zur Frage aller Fragen, die uns schon im Vorfeld zur hitzigsten Diskussion Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Also wir haben jetzt gerade, glaube ich, wirklich schon eine halbe Stunde wegen dieser Frage diskutiert. Ja. Und sind nicht zu einer Lösung gekommen. Wir kommen nicht zu einer Lösung. Also deswegen kommen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht zu einer klaren Lösung. Wir können ja sagen, welche Punkte es zu beachten gibt. Ja. Also es gibt ja sozusagen CBD-Weed auf allen möglichen Plattformen im Internet zurzeit zu bestellen, was weniger als 0,2% THC hat. Und da ist die Frage, ist das legal? Oder generell Produkte, die nur 0,2% THC haben. So. Und die werden dann als Tees verkauft. Man kann sie auch auf Amazon schon kaufen und überall. Also zunächst mal gucken wir uns nur mal das CBD-Weed an. Da ist es zunächst so, dass wir in Deutschland seit dem 1. Oktober 2016 ja eine neue Situation haben. Da ist geregelt, dass CBD in Deutschland grundsätzlich eine rezeptpflichtige Arznei ist. Das heißt, du brauchst ein Rezept und kannst in der Apotheke das dann kaufen. Egal, ob da irgendwie noch THC-Gehalt dran ist oder nicht. Nur diese Arzneimittel sind natürlich dann nur Arzneimittel, wenn sie eine, wie heißt das noch? Pharmakologische Wirkung haben. Ja. Und das ist dann die große Frage, ob denn überhaupt CBD-Weed mit weniger als 0,2% THC eine pharmakologische Wirkung haben kann. Ja, und wenn wir jetzt nochmal auf den Betäubungsmittelaspekt eingehen, also
wenn wir jetzt sagen, es ist gar kein CBD drin, wenn man jetzt nur die Frage stellt, wenn man Produkte verkauft, zum Beispiel Hanfblüten, wo jetzt gar kein CBD drin wäre, sondern nur THC, weil da gibt es ja hier diese EU-Verordnung, das ist direkt aus dem Betäubungsmittelgesetz. Dieser Text ist direkt aus dem Betäubungsmittelgesetz. Und da steht, Pflanzensorten aus dem bestimmten Sortenkatalog, die also weniger als 0,2% THC haben und einen Missbrauch zu Rauschzwecken ausschließen. Und darüber wird ja gerade heftig diskutiert. Ja. Wenn nur 0,2% THC drin ist, wird dann der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen oder nicht? Ja, hier steht ja nur drin, wichtig ist, dass man den Missbrauch ausschließt. Aber die Frage ist, warum sollte man sich das Zeug kaufen, wenn man sich nicht damit berauschen will? Ja, halt zum Beispiel, wenn man den Geschmack gut findet. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung, so das aus eigenem Leben erzählen. Ich bekomme ja potentes Gras von der Apotheke, also was einen richtig high macht, aber ich kaufe mir auch immer dieses CBD-Blütengras, weil man eben da den Geschmack von Gras hat und man eben nicht high wird, weil man will ja vielleicht mal nicht high sein, wenn man jetzt irgendwas Wichtiges machen muss, wo man nicht high sein will dafür. Also wir haben dazu recherchiert, ohne Ende, aber nichts gefunden. Es gibt keine einzige Entscheidung dazu. Es gibt keine Urteile dazu. Doch eben ein Urteil gibt es eben, dieses in ULG Hamm, wo, also da war es so, also der hat auch Hanfblütentee verkauft und dann haben die gesagt, ja, also das Gericht hat ursprünglich gesagt, ja, passt, ist legal. Und ich glaube, sie haben irgendwie auf Verbotsirrtum. Auf jeden Fall wurde der freigesprochen und dann wurde es nochmal Revision eingelegt und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht legal, weil irgendwie auch teilweise höhere Mengen bestellt wurden und da könnte man das ja eher extrahieren und das war so ein ewiges Hin und Her. Und dann ist natürlich dann auch die Frage, weil damals in dem Urteil war es ja so, dass es da eine größere Menge auch unter anderem war. Und dann kann man dann jetzt sagen, ja, wenn man immer nur weniger als 10 Gramm verkauft, ob es dann legal ist. Aber soll ich dir was sagen, Simon? Ja. Das kriegen wir hier nicht gelöst. Aber du schickst mir nochmal die Frage, schickst mir nochmal das Urteil, was ihr gefunden habt. Wir gehen nochmal ins Detail und dann gibt es ein Follow-up. Dann gibt es ein Follow-up nur zu diesem Thema. Wir schicken euch die Töne aus Köln meinetwegen nach München. Und dann hast du da nochmal Statements zu. Die geil, sehr gut. Ja? Aber was ich mir jetzt fragen würde, weil wir haben jetzt da schon ewig diskutiert und es ist wirklich sehr schwer rauszukommen. Es gibt ja das Verbotsirrtum, dass man nicht bestraft wird, wenn man nicht weiß, ob es illegal ist oder nicht. Trifft das Verbotsirrtum auch zu bei solchen zweifelhaften Fragen oder muss bei Verbotsirrtum, muss man dann sicher gedacht haben, dass es legal ist oder geht auch dieser Zweifelfall? Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass genau bei solchen Grenzfällen kein vermeidbarer Verbotsirrtum gegeben ist, weil man es einfach nicht rauskriegen kann. Wenn ich selber sehe, ich kriege es als Jurist schon nicht raus, kann ich dann auch nachher das als Argument vor Gericht wieder verwenden und sagen, Moment mal, hier wird es erstens überall verkauft, es gibt es überall, es macht überall den Anschein der Legalität, wenn der Staat nichts dagegen tut. Ja. Aber wie gesagt, wir gehen dann nochmal ins Detail, wir verfolgen das auch und dann kriegst du nochmal klare Statements nur zu dem Thema von uns. Ja, und auf deinem Kanal, auf Kanzlei WBS, da solltet ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Da haben wir Fragen geklärt, die darum gehen, was ist, wenn du dir zum Beispiel Salvia Divinorum im Ausland bestellst, in Holland, wo es zum Beispiel legal ist, oder was ist mit dem Polizeiaufgabengesetz, ist das relevant für Betäubungsmittelverbrecher? Und wir reden auch darüber, ob die Rastafari als Religionsgemeinschaft möglicherweise legal Drogen anbauen können. Alles dazu auf dem Kanal Kanzler BBS. Zieht es euch rein. Wie gesagt, ein Kanal, der sehr hilfreich fürs Leben ist.